Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer Frederik. Fabian wollte ich eigentlich sagen, oder Fabel, keine Ahnung. Frederik vom Harry-Kanal. Ja, was soll dieses Video jetzt? Paar Sachen wollte ich nochmal vorab klären, dass wieder ein paar Veränderungen vorkommen im Kanal, aber auch in meinem Leben. Nicht also Privatleben. Wollte ich etwas verändern und hoffe ich bitte auch euch als meine Community mir da zu helfen. Und zwar wollte ich jetzt ja aktiver im Leben teilnehmen und ja, das hört sich jetzt bescheuert an, aktiver im Leben. Also ich möchte jetzt wieder aktiver werden. Ich möchte öfters rauskommen. Ich möchte wieder ja. Ich möchte nicht mehr hier so drin sitzen und und jetzt fragt ihr euch, ja, dann lauft doch einfach. Ich bin jetzt gerade auch vom Laufen gewesen, das erkennt man meist bei mir, wenn ich lange Haare oder etwas längere Haare habe, wie ich jetzt gerade habe, erkennt man das an meiner Frisur, dass die vorne dann immer etwas so buschig sind. Kommt vom Wind und ganz oft, dass ich ganz oft in die Haare während des Laufens da reinkratze. Jedenfalls werde ich jetzt auch öfters Sport machen. Morgens habe ich das vorgehabt, vor dem Frühstück und ja, abends nach dem, ja, abends so 18 Uhr oder so, weil ich habe heute wirklich oder gerade eben beim Laufen gemerkt, das ist scheiße. Diese Leistung war für den Arsch und ich bin wirklich noch eine kleine Runde gelaufen, ne, also m-m. Ja, ich werde auch videotechnisch ein paar Veränderungen reintun. Jetzt werdet ihr erstmal sagen, wenn ihr euch das angehört habt, wow, oder ja, ich sage erstmal, ich werde nämlich jetzt von vier Spielen Let's Plays machen, also am einen Tag. Was vergessen? Nö, ich bin rot. Achso. Und bin wieder weg. Okay, viel Spaß. War gerade noch mein Vater. Jetzt werdet ihr sagen, wow, Frederik, aber du hast doch gerade gesagt, du willst aktiver im Leben, also wieder aktiver werden. Ja, will ich auch. Also wirklich das mit dem Sport und da hoffe ich auf euch als Community da mir mal zu unterstützen, weil ich werde auch, und das ist jetzt für alle wahrscheinlich eine Überraschung, die mich schon eher kennen. Ich werde auch keine Süßigkeiten mehr essen. Gar keine mehr. Wir haben zwar noch ein paar Kekse, ein paar Lutschbonbons, so in dem zwei ähnliche und ein bisschen Schokolade, aber ich werde da nicht mehr rangehen. Also ich will das beides so miteinander kombinieren, so etwas gesünder essen, also gut, man kann jetzt gesünder essen, aber auch so definieren, dass ich da auch, ne, was anderes komplett esse. Also ich werde auch kein Nutella mehr essen. Hat mein Vater eben etwas länger vom Nutella. Ja, warum mache ich das alles? Das hat nicht nur diesen Sportaspekt seinen Grund, sondern auch eben, dass mir allmählich, dass ich mir selber auf die Nerven gehe, dass ich mich seit der Trennung meiner Eltern mich zu einer gewissen Opferrolle selber rein manipuliert habe. Und darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Und ja, ich werde aber auch weniger Kaffee trinken, also ein Kaffee vielleicht am Tag. Vorher waren es immer drei Tassen Kaffee am Tag, jetzt nur noch ein Kaffee höchstens. Ja, jetzt kommt auch noch die Frage für diejenigen, die sich einmal für die Let's Play hier, für meine ganzen interessiert, was für Spiele. Ich werde da so zwar einmal die strategische, wie zum Beispiel immer noch weiter Jurassic World, werde ich schon mal noch machen. Ich werde wieder Hearts of Iron 4 machen. Aber ich werde auch zwei actionreichere oder etwas mehr mit Action. Ghost Recon Wildlands unter anderem, ne? Und World of Warships. Da bin ich auch in einem Clan drin. Wahrscheinlich werde ich da mit den einen oder anderen Clan-Mitglied dort dann auch spielen.
wenn der mitmachen möchte, wenn ich dann nicht. Ja, also, und ich, ja, da werde ich euch, also ich werde euch in den Sportaspekten auch vielleicht ab und zu mal etwas mitnehmen. Oder auch, ja, nicht nur Sport machen, ich möchte auch draußen spazieren gehen, da ärmere euch, also das hat sich ja schon vorher mal geplant gehabt, ne, so spazieren und da euch dann mal mitnehmen, so ein kleine Wanderungsvideos machen, das werde ich dann jetzt wirklich komplett mal durchziehen und da hoffe ich auch wirklich auch als meine Community da, dass ihr da etwas mit mir entgegenkommt, mir ein paar, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie ich mir quasi da oben ein Ventil drehe, dass ich das wirklich so hinbekomme. Und vielleicht wart ihr ja selber wie ich mal in der Lage, dass euch irgendwas aus der Bahn geworfen habt oder dass ihr selber von klein auf eigentlich so ein Stubenhocker wart wie ich und euch dann einmal zurückgezogen habt und dann auf einmal gesagt habt, ey, ich habe keinen Bock mehr in der Stube zu hocken und dann angefangen habt, aktiver zu werden. Vielleicht habt ihr da einen Trick erlangt und so weiter. Also würde mir wirklich sehr gerne sehr, sehr helfen und sehr entgegenkommen, wenn ihr da mir etwas unter die Arme greift. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie einen Plan auswerfen, ne? Nur einfach so ein paar Tipps, so, ey, ich habe das und das gemacht, oder ich hab mir diesen Gedanken gesetzt, ich hatte diese Motivation. Vielleicht habt ihr irgendwie sowas, da würde ich mich ja wirklich freuen und ja, damit würdet ihr mich auch glücklicher machen, weil ich glaube, der Marc hat es auch die Nase voll, dass ich ihn da ganz oft, wenn wir im TS sind und er fragt, ja, wie geht es dir? Und ich dann ganz oft sage, mir geht es scheiße. Hat er auch, glaube ich, allmählich die Nase voll, dass ich dann sage, mir geht es scheiße, deswegen und deswegen und dann, dass ich da selbst nichts gegen tue. Also bitte, helft mir da. Also ihr müsst mich nicht zum Rausbewegen, ihr könntet mir einfach nur, ich muss ja sowieso den ganzen Rest machen, ne? Also ihr könnt mir Tipps geben und so weiter, aber den Rest, alles muss ich dann den Rest machen und das werde ich dann auch machen, ne? Wie gesagt, keine Süßigkeiten mehr. Kaffee begrenzter, Morgensport, was, ja, dann eben Let's Plays und ab und zu dann auch ab und zu mal zwischen den Let's Plays, also ich werde die Let's Plays jetzt nicht kontinuierlich da durchziehen, ab und zu mal dann dazwischen auch spazieren gehen. Ja, Mann. Ja. Ja. Und was ihr noch jetzt für das Projekt Tag der Deutschen Einheit Opening hat bis jetzt PSM Kriegsreporter da oder einen Vorschlag eingebracht. PSM Kriegsreporter, danke nochmal. Du wirst auf jeden Fall im Ending erwähnt. Also ein special thanks to oder besondere Grüße kann ich auch sagen, ne, an PSM Kriegsreport oder spezieller Dank oder großer Dank, ne, werde ich noch mal gucken, wie ich das Ending da mache, an PSM Kriegsreporter, der wird auf jeden Fall genannt, wenn ihr auch da wirklich genannt werden wollt und das werdet ihr auf jeden Fall, dann müsst ihr einfach nur Vorschläge für mein Opening zum Tag der Deutschen Einheit machen. Wenn ihr das Video dazu noch nicht kennt, schaut einfach mal bei mir in der Playlist nach. Da oder unter den Videos, da werdet ihr das Video finden. Es ist noch nicht allzu lange her. Es dürfte das zweitletzte sein, was oder das zweitaktuellste gerade sein. Oder mit dem Video jetzt sogar das drittaktuellste, das zu finden ist. Und ja. Ja, mit welchem Let's Play werde ich jetzt anfangen? Hearts of Iron 4. Ja, ich fange jetzt mit Hearts of Iron 4 an. Dieses Video werde ich aber auf jeden Fall zuvor
hochladen. Aber, oder, ja, vielleicht auch statt World of Warships Herr der Ringe online oder so, da könnt ihr vielleicht auch noch Vorschläge reintun, ne? Bei Spielen. Da könnte ich auch eine Liste erneut machen. Ja, die Arbeit werde ich mir machen müssen. Kein Problem. Auf jeden Fall nochmal oder schon mal danke an diejenigen. Danke an diejenigen, die jetzt schon Ideen, Vorschläge für diese Veränderung reintun. Es wird schwer, es wird aber auch nicht unmöglich. Ciao.